krass, dass sie das mit den Schlaftabletten erzählt hat. Erschreckend, wie ein Mensch nach 20 Jahren so eiskalt gegenüber sitzen kann. Der ist lieb, der hat ein gutes Herz, wirklich. Aber das ist kein Entertainer. Dieses, ich liebe dich so sehr und es gibt keine andere Frau. Da liegen keine vielen Tage dazwischen bis zu diesem Statement, ich liebe Yvonne. Da noch zulassen, dass eine Affäre oder die neue Freundin deine noch Ehefrau nach 20 Jahren so demütigt, öffentlich, ständig. Boah, das hat mich menschlich so abgeturnt. Ich habe ja gestern auch Promi Big Brother geguckt. Also als allererstes, warum kommt es so fucking spät? Ich habe fast gepennt. Ich habe, glaube ich, vorher schon mal kurz geschlafen, so um 10 oder so. Das nächste Mal muss ich mir echt einen Wecker stellen. Warum kommt es um 11? Da pennt doch schon alles. Und dann habe ich es dann noch geguckt und habe das natürlich auch gesehen mit Peter und mit meiner Mutter, die Aussprache. Und ich frage mich die ganze Zeit, guck mal, jetzt neutral gesehen, warum, man sieht es ihr doch an, man merkt es ihr doch an, wie tief verletzt die ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum nimmt sie niemand mal in den Arm? Man merkt es ihr doch an, was für eine beschissene Situation das ist, was für eine unangenehme Situation. Also man muss sie jetzt nicht abgöttisch lieben, weil ihr wisst, was ich meine. Einfach ein bisschen kurz beruhigen und sagen, hey, wird alles gut. Am Ende des Tages geht der Scheiß hier nur 2 Wochen, dann habt ihr alle euer Leben zurück. Gott sei Dank. So, dann kam ja diese große Aussprache. Surprise, surprise. Wer hätte damit gerechnet, dass Big Brother sowas macht? Und für mich auch ziemlich krass, dass sie das mit den Schlaftabletten erzählt hat. Das haben wir intern in der Familie beschlossen, dass wir das nicht nach außen tragen, dass wir das nicht erzählen, weil das einfach alles schon schlimm genug ist. Und ja, aber für mich auch krass war, als sie das Peter gesagt hat, dass sie eine Überdosis Schlaftabletten genommen hat und er nur da sitzt und sagt, Handy, sorry, dafür kann ich nichts. Das ist dein Problem. Boah, es hat mich menschlich so abgeturnt. Sorry, aber das ist... Warum? Und jetzt ganz neutral gesagt, also so neutral, wie es geht als ihre Tochter, was ich mich seit Anfang des Jahres frage, wirklich ohne Scheiß, das ist das größte Fragezeichen über meinem Kopf, wenn doch wirklich nichts war, nichts, warum tut man aber auch nichts dafür, um das mal klarzustellen, sondern tut alles dafür, um die Welle zu reiten, tut alles dafür, dass das Feuer weiter lodert? So, ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt, ne? Und ich mag den Peter immer noch. Das ist kein schlechter Mensch, trotz allem. Das glaube ich wirklich. Sogar als er meiner Mutter gesagt hat, er will aus dem Schatten der Familie raus, er ist immer nur das 5. Rad am Wagen, er will jetzt sein eigenes Ding machen. Sogar dafür habe ich jetzt, also nicht Verständnis, aber okay, dann mach halt, geh deinen Weg, ne? Reisende soll mal nicht halten. Aber was der Peter halt... Boah, das tut mir wirklich leid, gell? Aber der Peter ist kein Entertainer. Das ist keiner, der sehr unterhaltsam ist. Der ist lieb, der hat ein gutes Herz, wirklich, ohne Scheiß. Aber das ist kein Entertainer. Und der kann gut singen, ne? Kann man lassen. Aber ich weiß jetzt nicht, wo das hinführen soll. Also ich wüsste jetzt nicht mal, wenn ich sein Management machen würde, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich ihm raten würde. Der hat ja eigentlich nur diese... Welle, die er gerade reitet noch, bis zum geht nimmer. Naja, der wird auch noch sein Geschäftsmodell finden. Was auch immer das sein wird, für seinen weiteren Lebensweg wünsche ich ihm alles Gute. Nee, aber es ist, kommt es heute wieder so spät? Muss echt gucken. Und ich sag euch noch was, und das meine ich auch absolut nicht böse, wenn meine Mutter da nicht drin wäre, das wäre ja stinkend langweilig. Oder jetzt mal, ne, als jemand, der schon 15 Jahre Fernsehen macht, das ist doch sterbenslangweilig, dieser Scheiß. Ganz ehrlich, wenn Mutter nicht da Action machen würde, wenn diese ganze Kiste da mit Peter und meiner Mutter nicht wäre, das wäre doch kein Wunder, dass ich da um 10 schlafen würde. Das will doch kein Mensch sehen, wenn die raus wäre. Deswegen sage ich auch, die bleibt noch ein bisschen was drin. Also ihr habt ganz viele Fragen zum Thema Promi-BB, meiner Mama und so weiter.
Als erster Stelle, also wir machen die Fragerunde wann anders. Ich antworte einfach jetzt darauf oder gehe jetzt zum ersten Mal darauf ein. Ich habe gesehen, meine Schwester tatsächlich auch. Mäuseli, Seelenverwandtli. Ja, wollte ich heute, also heute Morgen habe ich gesagt, weil ich erfahren habe, was passiert ist, ich muss dazu was sagen, weil meine Mutter zu wenig gesagt hat. Meine Mama ist verbal nicht stark, sie hat keine Argumente, aber ich sage euch eins, wenn jemand verbal stärker ist oder besser argumentieren kann, heißt das noch lange nicht, dass er im Recht ist. Noch lange nicht. Und wenn sie nichts sagen kann und sich wieder hat unterbuttern lassen und sich nicht traut zu sagen, was wirklich Sache ist, dann mache ich das. Weil wenn nicht ich als Tochter, wer dann? Und ich war bei vielem dabei, ich habe alles mitbekommen, also ich weiß genug, um dazu jetzt meine Meinung zu sagen. Ich muss dazu sagen, unsere Nächte sind ja hier ein bisschen unverändert schlecht, sage ich mal so. Heißt, ich habe es nicht geschaut. Ich kann so spät kein Promi-BB gucken. Ich gucke es nach. Ich habe quasi das gesehen, was online zu sehen ist. Ich habe nicht alles gesehen. Das heißt, ich kann nur im Allgemeinen sprechen oder beziehungsweise das, was man bis jetzt online gesehen hat, darüber kann ich jetzt sprechen. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich denke, das wird dann heute ausgestrahlt oder ist morgen online. Also so viel dazu. Was ich aber gesehen habe, ist meine Mama, die todtraurig ist, die sich nicht traut zu sagen, was Sache ist. Was ich erfahren habe, mir Leute geschrieben haben, von niemandem in den Arm genommen wurde, sagt sehr viel über diese empathielose Menge aus. Ich finde, das ist, also selbst wenn man sie nicht mag, meine Mama ist kein einfacher Mensch, aber sowas hat die nicht verdient, sowas hat niemand verdient. Und wenn jemand weint, dann sei einfach da für die Person. So, ich gehe jetzt mal Schritt für Schritt auf die einzelnen Sachen ein, versuche sachlich zu bleiben. Versuche nett auszuflippen. Ich meine, ich bin ja auch hier voller Emotionen, aber bin auch scheißsauer. Aber ich versuche das Ganze jetzt mal ruhig euch zu erzählen. Oder nicht zu erzählen, aber so ein bisschen drauf einzugehen. Einmal finde ich es erschreckend, wie ein Mensch nach 20 Jahren so eiskalt gegenüber sitzen kann. Erfährt, dass sie, oder weiß ja, er war ja da. Ne? Ich kann das beurteilen. Ich war auch hier, als sie das versucht hat, ja, was sie erzählt hat. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Und er sitzt da und sagt, er hat davon nichts mitbekommen, ist einfach scheiß gelogen. Er war nämlich hier, also er ist hergekommen und hat alles von mir erfahren, was passiert ist. Also er lügt einfach. Und was ich krass finde, diese Aussage, warum bist du hier? Was willst du von mir? Denke ich mir, warum bist du hier? Aus welchem Grund hast du es ins Promi-BB geschafft? Nur mal so. Also nur mal als kleiner Denkanstoß. Ich meine, dass jeder Einzelne, der im Fernsehen mitmacht, das Ganze wegen erstens Geld macht und zweitens, um bekannter zu werden, ist klar. Das heißt, sie sind alle aus dem gleichen Grund da drin. Jeder Einzelne da drin. Keiner hat das Recht, meiner Mutter zu sagen, dass sie aus einem falschen Grund hier ist. Guck, wie ich mich aufregen. oder nicht die Berechtigung hat, da drin zu sein. Peter hat sogar bestätigt, das war immer meiner Mama ihr Traum, bei Promi-BB mitzumachen. Das war schon immer, das ist immer Thema und das ist einfach eine mega coole Sendung. Ich war ja auch schon drin, ne? Und es ist einfach so, dass jeder aus demselben Grund da drin ist und auch beide die Anfrage bekommen haben. Und meine Mama auch sehr lange überlegt hat, soll sie das machen? Soll sie sich dem stellen? Ihr müsst überlegen, wie krass viel Stärke das sie kostet, sich dem gegenüber zu sitzen, zu setzen und mit dem zu konfrontieren. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt stellt euch mal vor, wie viel Mut man da haben muss. Also das ist doch... Und weil meine Mama nicht ganz dazu kam, zu sprechen und auch sachliche Fakten auf den Tisch zu legen, die ja bewiesen sind, die nachzuweisen sind, erinnere ich euch gern nochmal dran. Also... Das Ganze hat nicht unbegründet angefangen. Er hat ja auch zugegeben, er hat sie ein paar Mal belogen. Jede einzelne Frau da draußen oder Mann, der belogen wird aus unerklärlichen Gründen, mit einer wildfremden Person auf einmal, hängt sie verheimlicht und, macht sich doch da Gedanken. Also eine gesunde Eifersucht hat ja jeder und das ist nicht unbegründet gewesen. Ich war dabei, ich habe das mitbekommen, wie schon gesagt, es war nicht unbegründet. Es ist kein Hirngespinst, sie bildet sich nicht ein, dass er fremdgegangen ist. Ein paar Fakten. Der Kuss im Fahrstuhl, der Chatverlauf, wo er schreibt, ich möchte deinen Körper wieder spüren. Das sagt er eigentlich schon alles. Da waren die übrigens noch zusammen, nicht getrennt. Wer immer noch dem glaubt, dass das nur Freunde sind, dem kann man nimmer helfen. Beispiel, Fakten, alles nachzusuchen. Ich erfinde hier nichts, ich sag hier nichts, was ich noch auch weiß, was man nicht beweisen kann. Erst sagt er, ich glaube, dazwischen liegen 3 Tage,
Also auf jeden Fall keine Woche. Ihr habt es alle gesehen. Nur falls es jemand vergessen hat. Dieses, ich liebe dich so sehr und es gibt keine andere Frau. And the Oscar goes to, da liegen keine vielen Tage dazwischen bis zu diesem Statement, ich liebe Yvonne. So. Also meine Mama hat sich's eingebildet, ja? Das sind nur Freunde, aber ich verlieb mich nicht in meine Freunde. Ist ganz komisch. Also ich verlieb mich nicht in meine Freunde. Also ist weiß nicht. Und es sind trotzdem nur Freunde. Also es ist komisch. Findet ihr nicht? Was meint ihr, was in mir brodelt? Seit so viel langer Zeit. Ne, mein Schatz? Ne? Ich muss jetzt, Schatzi. Mama muss jetzt mal die Oma beschützen. Gell? Ja. Es geht nicht darum, dass man sich nach 20 Jahren Ehe trennt. Es geht nicht darum, dass man sich verliebt, fremd verliebt. Was auch schon schlimm ist, aber es kann passieren. Dann hab die Eier und beende diese Ehe, bevor du etwas tust. Und ganz sauber beenden, ihr das erklären und nicht vorher schon mit der anderen ins Hotelzimmer gehen. Es ist oder. Und da noch zulassen, dass eine Affäre oder die neue Freundin deine noch Ehefrau nach 20 Jahren so demütigt, öffentlich, ständig bei Instagram. Hab wenigstens den Mut und den Respekt zu sagen, lass sie doch bitte in Ruhe. Wird betrogen, belogen, öffentlich bloßgestellt und von der Affäre oder Freundin dann noch über fast jetzt ein Jahr lang provoziert und beleidigt übers Internet, macht Videos mit ihren Hunden und so. Könnt ihr euch vorstellen, wie weh das tut? Macht Scherze darüber, wie herzlos muss dieser Mensch eigentlich sein? Damian, bitte nicht vom Tisch springen. sie hat... Im Normalfall ist ja die Affäre nicht schuld und ne, das ist der Mann, der hat den Fehler getan oder die Frau, die verheiratete Person. Aber lass doch diese Frau in Ruhe, der du das Leben zerstört hast. Verdammt nochmal. Wie herzlos kann man eigentlich sein? Dann lass doch wenigstens die Frau danach in Ruhe, nachdem du ihr den Mann ausgespannt hast. Oder? Also jetzt mal im Ernst. Jetzt könnt ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm verletzt sie ist. Ihr wurde das Herz rausgerissen, das ganze Leben zerstört, was sie hatte, die ganze Familie auseinandergerissen. Und dann wird sie noch nicht in Ruhe gelassen. Und ich glaube auch, dass sie deshalb nicht abschließen kann oder diese Aussprache überhaupt wollte, weil er es nicht zugibt. So, das lässt dich ja nicht los. So, also er hat es ja privat zugegeben, aber halt öffentlich steht die da wie eine, die lügt oder sich irgendwas. Und jetzt auch wieder. Und sie kann sich nicht wehren. Ihr fällt es dann nicht ein, was sie sagen soll oder traut sich nicht. Ich weiß es nicht. Sie lässt sich das gefallen. Mit dem Thema Geld, dazu möchte ich gar nichts sagen. Dazu weiß ich zu wenig. Ich würde der Frau, der das Leben zerstört hat, die sich wegen mir fast umgebracht hätte, kein Geld wegnehmen wollen, aber das ist nicht mein Bier, da weiß ich zu wenig, um dazu was zu sagen. Und das Schockierende an der ganzen... Das Schockierende, oh mein Gott, ich reg mich voll auf, Mann. Das Schockierendste an der ganzen Sache finde ich, dass meine Mama... die natürlich vor Wut geplatzt ist, wie ich jetzt zum Beispiel, und darüber gesprochen hat, weil, hallo, das war alles im Fernsehen, ja, das ist alles im Fernsehen passiert, dass sie die Böse ist, dass sie die Verliererin ist, dass sie in der Gesellschaft ausgelacht wird, die Frau, die betrogen wurde, der ihr Leben zerstört wurde, ist am Ende auch noch die Böse. Versteht ihr das? Wow. Wow, ich hasse Menschen manchmal. Ich hasse Menschen. Guck mal, ich muss mich jetzt kurz mal beruhigen. Tut mein Baby nicht gut. So, also, das waren ein paar Fakten. Und ich find's einfach krass, wie die Leute reagieren, wie sie auf meine Mama einschlagen, alle gefühlt. Ich find's ist so, ich komme mit Ungerechtigkeit nicht klar. Ich komme damit nicht klar, wirklich nicht. Und es ist ungerecht. Meine Mama ist im Recht. Meine Mama hat sowas, niemand hat sowas verdient. Und so behandelt zu werden, wie ein scheiß Eisblock sitzt er da. Muss mich beruhigen. Ja, mein Schatz, hör mal, was esse lieber? Ich geh mal lieber was essen. Das ist das Thema jetzt. Ich hoffe, es kann, wie meine Mama sagt, ein Deckel drauf. Und
dann auf nie mehr Wiedersehen. Verdammt nochmal.